nicht so wie die meiner Mutter. Es war einmal eine fleißige junge Frau, die Polenta für ihren Mann immer nach ihrem besten Wissen kochte. Aber er war nie zufrieden. »Das ist nicht so, wie meine Mutter sie gemacht hat«, sagte er immer. Die Frau gab ihr Bestes und versuchte, die Polenta feiner zu kochen, aber ohne Erfolg. Ihr Mann bestand nur darauf, dass sie nicht so schmeckte wie die, die seine Mutter gemacht hatte. Eines Tages ließ die Frau die Polenta auf dem Herd, während sie zu der Nachbarin lief, die ihre Schwiegermutter kannte. »Liebe Nachbarin, hilf mir und erzähle mir, wie die Mutter meines Mannes die Polenta gemacht hat.« Die Nachbarin wusste keine Antwort, aber sie erzählte ihr in allen Einzelheiten, wie sie das immer macht. Die junge Frau machte sich eifrig Notizen und vergaß die Polenta, die zu Hause auf dem Herd stand. Als sie sich daran erinnerte, eilte sie nach Hause, fand die Polenta aber schon etwas angebrannt. Gerade dann kam auch ihr Mann von der Arbeit nach Hause. Die Frau hatte keine andere Wahl. Sie brachte die angebrannte Polenta auf den Tisch. Der Mann begann zu essen und sagte zufrieden: »Jetzt hast du leckere Polenta zubereitet, so wie meine Mutter sie gekocht hat.« »Nun, jetzt weiß ich, was für eine Polenta das war«, dachte die junge Frau und machte es von nun an immer so, denn es war ja nicht schwierig, die Polenta anbrennen zu lassen.